Moin, ihr Sizzler da draußen! Herzlich willkommen zur nächsten Videoausgabe der Sizzle Brothers. Genau. Heute wird's für mich persönlich unspektakulär, beziehungsweise ich bin raus aus der ganzen Nummer, weil dieser Typ hier, der erklärt euch heute die Minionring-Methode. Ich muss schon wieder ran hier. Der ist nämlich der Erklärbär, der eigens erklärte Erklärbär. So. Und die Minionring-Methode wird angewandt bei Holzkohlegrill für alle Menschen, die... Okay, Kugelgrill. Beim Kugelgrill. Holzkohlegrill, Kugelgrill mit Deckel. Die wird deswegen angewendet, um einen Garraumbereich, ich sag mal, zwischen 100 und 130 Grad etwa zu erlangen oder zu erzielen. Für lange Zeit. Gut, also für lange Zeit. Und über einen langen Zeitraum, um sowas wie Rippchen, Pulled Pork, Brisket, Pulled Beef... Was es so alles gibt, die sogenannten Long Jobs. Genau, um die abzufertigen. Und ich werde jetzt gleich filmen und der Typ wird erklären, wie es funktioniert. Viel Spaß. Ja, herrliches Wetter hier auf Fehmarn. Leider ein bisschen windig. Nichtsdestotrotz, wir haben hier so einen Windpuschel drauf und ich denke mal, es wird gut funktionieren. Ich fange mal an und zeige euch mal, was jetzt los ist. So, wir legen den Fokus erstmal auf diesen Teil. Hier sehen wir einen bereits gelegten Minionring. Der Minionring wirkt wie folgt gemacht. Man legt zum Start zwei Kohlen aneinander. Jetzt habe ich hier ein Viech auf mir drauf. Zwei Kohlen aneinander. Und dann, je nachdem, wie lange man grillen möchte, sage ich mal, nimmt man eben zwei oder drei rein. Wir machen grundsätzlich immer drei rein. Denn alles, was am Ende überbleibt, kann man hinterher wieder zurück in die Kohlenpackung machen. Und gut ist, dafür habe ich die Sicherheit, dass ich damit lange auskomme. Auf diese drei Reihen, die stellt man dann im Prinzip immer nur schräg aneinander. Wenn man den Anfang geschafft hat, ist es auch ganz einfach. Kommen einfach oben drauf nochmal eine Doppelreihe Kohle. Zack. Jetzt windet es wieder sehr. Und das führt man fort. Jetzt kann Julian mal umschwenken. Wir sehen hier nämlich, es glüht auch noch ein bisschen. Mit diesem Minionring haben wir gearbeitet. Wir haben ihn hier vorne gestartet, quasi am anderen Ende. Und haben 14 Stunden damit gegrillt. Ungefähr die Hälfte des Minionrings gebraucht, dann war es Pulled Pork fertig. Ihr seht auch wunderbar, wie sich das hier langsam durchgefressen hat und alles, was ab hier ist, können wir ganz normal wieder zurück in die Packung tun und haben die Kohlen über. Ganz wichtig beim Minionring ist es, ihr solltet Kohlenbriketts, wenn ich von Kohlen rede, meine ich natürlich immer Briketts bei so einer Geschichte für lange Zeit, ihr solltet Briketts nehmen, die eine gleichmäßige Form haben, also nicht unterschiedliche Stücke, sondern eine gleiche Form haben, damit ihr die gut aneinander rein könnt und vor allen Dingen eben auch den Platz richtig ausnutzen könnt im Grill. Zum anderen ist es so, wenn ihr räuchern wollt, ihr müsst Erfahrung sammeln mit dem Minionring. Das heißt, wenn ihr sagt, ich will 3 Stunden räuchern, dann müsst ihr die Erfahrung haben, wie viel Räucherchips, wo muss ich die dann verteilen, um 3 Stunden zu räuchern. Wir haben bis ungefähr hier, wo noch so ein Stück Glut ist, haben wir geräuchert. Das heißt, wir hatten auf dieser Strecke Räuchergut und haben damit sicherlich 6 Stunden Rauch erzeugt. Zum anderen ganz wichtig, der Minionring wird nur ungefähr auf die Hälfte gelegt. Einmal nochmal reinschwenken, genau. Das heißt, hier ist ein Ende und hier ist ein Ende. Dieser Teil, das sind die sogenannten Starterkohlen oder Starterbriketts. Das heißt, diese Briketts werden im Anzündkamin vorgeglüht, das waren in unserem Fall 15 Stück und dann an den Minionring rangelegt, so ein Stück oben drauf am Anfang, also man kann sich das hier vorstellen, die beiden sind durchgeglüht, die legt man dann hier oben drauf, sodass die unteren dann anfangen zu glühen und dann frisst er sich langsam aber sicher immer weiter durch und das Schöne ist, wenn man den Grill einmal eingeregelt hat, das heißt Zuluft und Abluft einmal auf eine konstante Stellung hatten seine ungefähr 110 Grad, die man eben erzielt bei so einem Pulled Pork oder Beef Brisket, wie auch immer. Wenn man die einmal eingeregelt hat, bleibt das sehr konstant bei der Temperatur, denn der Sauerstoff, die Zufuhr, verändert sich nicht groß. Klar, wir haben die Temperatur kühlt sich in der Nacht ab, dann haben wir einen anderen Sauerstoffgehalt als bei Sonne, aber das ist ja kein Riesenunterschied. Von daher ist der Vorteil, wenn die einen Kohlen ausgehen, glühen die anderen Kohlen, sodass wir praktisch über die komplette Zeit immer gleich viele Kohlen glühen haben und damit immer die gleiche Temperatur haben. Das ist auch eigentlich der Sinn dieses Minionrings. Übrigens, Minionring heißt er, meine ich, gehört zu haben oder gelesen zu haben, weil ein Herr Minion aus England oder so ähnlich den erfunden hat, aber
Alle Angaben ohne Gewähr diesbezüglich. Spielt auch keine Rolle, er soll ja funktionieren. Sag nochmal was zum Brennstoff. Zum Brennstoff sage ich nochmal was. Es sind Briketts. In dem Fall sind es die Coco Co-X von Mac Briquette. Ja. So sehen die aus. Und das ist eigentlich auch ein ganz wichtiges Thema. Wir lesen es oft in den Foren oder in den Facebook-Gruppen. Ich habe Pulled Pork gemacht und nach 8 Stunden musste ich einen neuen Mini-Ring legen. Das passiert auch, wenn man billige Briketts nimmt, die nicht so stark verpresst sind und minderer Qualität sind. Die glühen nämlich sehr schnell runter und verlieren sehr schnell ihre Leistung. Das ist bei diesen Kohlen nicht so. Deswegen haben wir auch nur einen halben Mini-Ring gebraucht für 14 Stunden. Das heißt im Umkehrschluss, wir hätten 28 Stunden ungefähr damit grillen können bei 110 Grad. Und in 28 Stunden macht ihr locker ein Pulled Pork, ein Pulled Beef, ein Beef Brisket, Rippchen oder sonst was auf dem Grill. Das heißt, wenn ihr das über Nacht laufen lasst, könnt ihr euch schlafen legen und könnt eigentlich fast hundertprozentig sicher sein, dass ihr nicht aufstehen müsst. Es sei denn, es kommt ein Starkregen oder Schneefall auf, dass der Grill irgendwie äußeren Umständen ausgesetzt ist. Aber ansonsten habt ihr garantiert Ruhe. Und so erging es uns auch. Wir haben einfach durchgeschlafen, weil hier keine Schwierigkeiten auftauchen. Von daher legen wir da sehr viel Wert auf den Brennstoff. Klar, die sind teurer. Dafür, man sieht's, sparen wir auch sehr viele Kohlen. Und am Ende ist der Preis, glaube ich, es ist gehopst wie gesprungen. Nur, dass man so einfach viel weniger Aufwand und Stress hat. Ja, ich möchte... Hast du? Lüftung, Steuerung. Genau, da wollte ich jetzt drauf kommen. Lüftung, Steuerung. Also. Nein, vorher noch eine Sache. Vorher, wo wir hier gerade reingucken. Wenn wir den Ring so legen, wie es hier ist, man sieht es ja, dann ist hier in der Mitte im Prinzip nur ein sehr kleiner Bereich, der ohne Kohle versehen ist. Wenn wir jetzt unser Pulled Pork auflegen und hier starten, so wie wir es gemacht haben, ja, dann weiß man nicht genau, legt man es hier in die Mitte, legt man es hier hin, weil man will es ja indirekt grillen, das heißt nicht direkt über der Glut. Lege ich es hier hin und habe schlechtere Kohlen genommen, werde ich irgendwann am Ende des Garvorgangs das Pulled Pork unter großer Hitze direkt grillen, das will ich nicht. Deswegen empfiehlt es sich hier so eine, ja, die Schwedenschale des Vertrauens mit diesem Rosteinsatz drin aufzulegen. Verlinken wir wie immer unten, weil die Schale ist ungefähr so groß. Und dann haben wir diese komplette Fläche indirekt, weil ja die Schale sozusagen ein Hitzeschild darstellt. Die komplette Fläche ist indirekt, man kann da auch noch Saft, Bier, sonst was reinmachen, wenn man möchte. Und wir können einfach mehrere Nacken oder Schulter oder was auch immer auflegen. Und müssen uns keine Gedanken um eine indirekte Zone machen. Jetzt noch die Lüftersteuerung. Und dann habe ich es geschafft, das ganze Ding zu erklären, ohne auch nur einmal abzusetzen. Großartig. Ja, also Lüftersteuerung. Das hier ist die Abluft. Bei der Abluft ist es wichtig, wenn ich hier den Mini-Ring starte, dann drehe ich die Abluft mir ungefähr nach hier. Sprich 180 Grad auf die andere Seite der Kohle. Ihr müsst jetzt nicht jede Stunde rausrennen und den Deckel um 5 Grad oder so verdrehen, das ist Blödsinn. Wenn ihr mal rausgeht nach 6 Stunden, dann dreht ihr den Deckel leicht. Ihr könnt ja gucken, wo ist euer Mini-Ring gerade. Wenn ihr es nicht macht, ist auch nicht schlimm. Auf jeden Fall ans Ende des Rings einfach machen. So habt ihr den Vorteil, wenn das Fleisch mittig liegt, also quasi hier in der Mitte des Grills und die Hitzequelle ist hier, habt ihr definitiv die Zirkulation von der heißen Luft und auch von dem Rauch ganz wichtig. Ihr wollt ja schön räuchern. Einmal am Fleisch entlang, das geht praktisch von hier, einmal durch den Grill durch und hier oben raus. Und genau das sollen wir haben oder wollen wir haben. Es wäre doof, wenn es so liegt und hier drunter die Hitze ist, weil dann geht der Rauch und die Hitze einfach gerade nach oben. Das Fleisch hier hinten kriegt nicht wirklich viel ab. Gut, deswegen empfehlen wir auch immer den Garraum nochmal mitzumessen mit einem externen Thermometer, damit ihr die Sicherheit habt, die Temperatur liegt an der Stelle an, wo auch das Fleisch liegt. Zur Einstellung an sich. Für 110 Grad, im Beispiel hier dieser Weberkugel, haben wir ungefähr diese Einstellung. Das heißt, ja, ungefähr ein Viertel der Abluft offen. Und hier unten ungefähr das dritte Loch von links, ganz links ist zu. Ab der Mitte ist es schon auf. Das heißt, dritte Loch ungefähr. So fahren wir mit diesen Kohlen, diesem Coco Co-X, sicher und konstant auf 110 Grad und brauchen ungefähr 15 bis 16 Ecks, um die 110 Grad zu erreichen. Das heißt, wenn ihr das nachmachen wollt und sagt, ihr wollt auf jede Nummer sicher gehen, ihr habt diesen Grill, ihr kauft diese Kohlen oder diese Briketts, sind wir uns ziemlich sicher, dass ihr mit exakt diesen Einstellungen und diesem Minion-Ring, sprich dreireihig mit zwei Reihen oben drauf, 110 Grad habt und das über 18 Stunden, 20 Stunden, ganz egal wie lange es halt hält. Wie gesagt, ungefähr 28 Stunden passt es.
So Leute, jetzt seid ehrlich. Hat Hannes das nicht geil gemacht? Wenn ihr auch findet, dass er das richtig gut erklärt hat, dann gebt ihm einen Daumen nach oben. Abonniert unseren Kanal und dann seid ihr immer auf dem Laufenden, wenn es darum geht, so ein paar Technikfragen zu beantworten. Weil nicht immer sind nur die Rezepte interessant, sondern vielleicht auch das, wie so ein Grill funktioniert und was man damit alles machen kann. Ja, wenn dem so ist, wie gesagt, dranbleiben, allen davon erzählen und jetzt könnt ihr ein bisschen zu Hause prahlen, dass ihr den Miniring beherrscht. Wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Macht's hübsch.